Levi! Wir leben noch, Lieutenant. Ich würde sagen, Sie waren gut. Nomad! Ein Glück, Sie leben. Sehen Sie sich das an. Das hatte einer der Piloten dabei. Hey, Nomad! Ganz schön hässlicher Bastard, was? Ja, Psychos kleine Trophäe. Hey, vorsichtig! Der Admiral muss verrückt sein, dieses Ding an Bord zu nehmen. Möchten Sie irgendwas sagen, Collins? Nein, Sir. Dachte ich mir. Ist es doch auch, oder? So ein Ding war auch bei unseren Generatoren in der Mine. Diese Kreaturen scheinen nahen Stromquellen Energie zu entziehen. Hätten Sie das nicht auch etwas früher sagen können? Nomad, der Admiral will mit dir reden, unten im CDC. Das Video, das du geschickt hast, hat ziemlichen Wirbel gemacht. Wir sollten lieber runtergehen. Gehen Sie nur. Wir sehen uns. Komm schon, der Admiral wartet. Schön, dass du es geschafft hast. Wo warst du? Ich habe mit Prophet geredet. Total durchgeknallt, der Typ. Was auch immer in dieser Sphäre passiert ist, hat ihn ziemlich durcheinander gebracht. Er will unbedingt auf die Insel zurück. Helena denkt, sie weiß, wie diese Dinger kommunizieren. Elektrische Signale oder so. Sie will die Signale replizieren, damit wir ihre Schaltkreise rösten können. Klingt ziemlich abgefahren, wenn du mich fragst. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Wir folgen einfach mal weiter dem Psycho hier. Ja. Das stimmt. Okay, ein Lazarettschiff aus Japan ist schon unterwegs, aber das dauert. Bis es hier ist, müssen wir improvisieren. Genau. Ich hoffe, Psycho geht auch dahin, wo wir hinwollen. Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich nehme mal schwer an. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man geht. Also muss ich ihm da so awkward hinterher dackeln. Da musst du rein. Na dann. Ich muss Prophet finden, bevor dieser Kerl Dummheiten macht. Ich komme später nach. Strickland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind Tausende von diesen Dingern und Sie wachen auf. Das ist eine Seuche. Nomad, Sie haben da draußen gute Arbeit geleistet. Nach Auswertung Ihrer Videodaten hat der Generalstab einen Nuklearangriff empfohlen. Sobald wir die Bestätigung aus dem Weißen Haus haben, pulverisieren wir diese Biester. Admiral, wir sollten keine überstürzten Entscheidungen treffen. Wir brauchen Zeit, um Alternativen zu... Zweifeln Sie etwa am Präsidenten? Am Generalstab? Ich bin nicht sicher, ob Sie den Ernst der Lage erkennen, Doktor. Vor einer Woche hat ein Aufklärungssatellit unnatürliche Hitzesignaturen der Insel gemeldet. Zuerst dachten wir, die Koreaner würden Atomwaffen testen, also wurden CIA und NSA eingeschaltet. Und jetzt kommt's. Vor 4 Tagen hat die NASA im Inneren des Berges ein hochfrequentes Signal geortet. Es ist auf einen Stern, irgendwo in Galaxie M33 gerichtet. Das ist fast 4 Millionen Lichtjahre entfernt. Es könnte ein Notsignal sein. Ein Hilferuf. Sie sagten doch, die gefundenen Proben wären mehrere Millionen Jahre alt. Das stimmt. Aber diese Technologie ist so weit entwickelt, sie kann nicht irdischen Ursprungs sein. Was, wenn sie hier gestrandet sind und um Hilfe rufen? Egal, was sie sind und woher sie kommen, wir müssen etwas tun. Ich habe einige startbereite Maschinen mit Atomraketen. Bei allem Respekt, Sir, es ist nicht mal garantiert, dass eine Atomwaffe ihren Schutzschild durchschlägt. Wenn Sie Garantien wollen, kaufen Sie den Toaster. Ich werde jedenfalls nicht rumsitzen, während die Sicherheit unseres Planeten auf dem Spiel steht. Das ist lächerlich. Diese Dinge haben jede Energiequelle angezapft, in deren Nähe sie kamen. Der ganze Berg ist eine riesige Energiehalde. Sehen Sie sich den Plan an. Diese Energiequelle verläuft durch die gesamte Bergstruktur. Sehen Sie sich die Form an. Vergleichen Sie sie mit der Kreatur, die wir an Bord brachten. Ich glaube, dieses Ding ist organisch. Ein lebendes Wesen, das sich von Energie ernährt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir es mit Atomwaffen angreifen. Wissen Sie, was passiert, wenn wir es nicht tun? Ich denke, es geht auch anders. Ich brauche nur mehr Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, Doktor. Sir, wir haben den Kontakt zur USS Lexington verloren.
Alle, die nicht gebraucht werden, verlassen jetzt sofort diesen Raum. Ich bin in der Waffenkammer. Kommen Sie zu mir, wenn Sie mit diesem Arschloch fertig sind. Das gilt auch für Sie, Lieutenant. Na, ob der da weiß, was er da tut. Dann werde ich mich wohl dahin begeben. Ja, das stimmt. Dankeschön. Armory. Ich hab gehört, ihr Typen wart in dieser Sphäre. Mann, diese Nano-Suits sind echt cool. Ich hab ein paar Tests gemacht. Das ist so eine Art Akkumulator. Ich hab sowas noch nie gesehen. Keine Ahnung. Nomad, sie haben es geschafft. Hey, Nomad. Guten Tag. Okay, Kumpel. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie diese Waffen manipuliert haben, Boss. Das verstehen wir auch nicht. Der Verschlussmechanismus ist sehr komplex. Wir würden Wochen brauchen, um ihn zurückzuentwickeln, aber sie haben ihn einfach so modifiziert. Und die Energiequelle sogar an ihren Nanosuit gekoppelt. Bemerkenswert. Ich bin wohl Naturtalent. Das ist noch untertrieben. Okay. Ihr Anzug müsste jetzt wieder voll funktionsfähig sein, mit ein paar Extras. Außerdem habe ich wie gewünscht zusätzliche Energie in ihre Hydro-Booster umgeleitet. Sie können jetzt gehen, Major. Dr. Gillespie, ich muss ein paar Tests an Nomads Nanosuit durchführen. Mir wurde gesagt, Sie können mir dabei helfen. Na sicher. Setzen Sie sich, Lieutenant. Wir werden jetzt die Umgebungsdaten der Speichereinheit Ihres Anzugs auslesen. Okidoki, kein Problem. Maximale Stärke. Hey, Boss! Wo wollen Sie hin? Ich muss das zu Ende bringen. Ist Ihnen ein Atomschlag gegen die Insel nicht endgültig genug, Prophet? Was Admiral Morrison tut, interessiert mich nicht. Er wird nicht mal die Oberfläche ankratzen. Prophet, warten Sie! Also, was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein Signalmuster identifiziert, das diese Kreaturen während der Aufladung verwenden. Dadurch sind sie anfällig für eine Überladung. Gibt es eine Möglichkeit, eines Ihrer Signale über den Nanosuit zu senden? Kein Problem, Doktor. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann ich später noch die Frequenz ändern, wenn es sein muss? Das ist ganz einfach. Sie können von jedem Computer mit einer drahtlosen Verbindung senden. Sie müssten also genug Spielraum haben. Was genau haben Sie mit mir vor? Wenn meine Theorie stimmt, sind Sie für diese Kreaturen eine wandelnde Waffe. Dann sollten wir beten, dass Morrison weiß, was er tut. Sie sollten den Admiral nicht warten lassen. Ich mach das hier schon. Okay. Nomad, kommen Sie nach, sobald Sie fertig sind. Hübsches Mädchen. Sowas sieht man hier selten. Da könnte man schon in Versuchung kommen. Ah, da ist sie ja. Legen Sie sie auf das Gestell dort. Okay. Der Prototyp einer Tech-Kanone funktioniert in Kombination mit dem Nanosuit. Wir arbeiten noch daran. Ist noch nicht mal feldgetestet. Sie feuert eine taktische Atomrakete ab. Ist also im Prinzip ein Granatwerfer mit mehr Wumms. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Kann ich sie ausprobieren? Nein. So, wir sind dann fertig, Lieutenant. Das Feintuning Ihres Senders überlasse ich Dr. Rosendahl. Danke, Doc. Kein Problem. Gehen Sie jetzt lieber auf die Brücke. Der Admiral wartet nicht gern. Na gut. Dann begeben wir uns mal maximale auf die Brücke. Stärke. Maximales Tempo. Richten Sie Helena doch maximale aus, Panzerung. Ach, vergessen Sie es. Jo. Dann vergessen wir das. Das Ding ist instabil. Genau. Das Ding ist instabil. Hier spricht Admiral Morrison. Vor wenigen Sekunden hat der Präsident einen Atomschlag gegen die feindlichen Kreaturen auf der Insel gebilligt. Natürlich ist die Entscheidung, Nuklearwaffen einzusetzen, äußerst schwerwiegend. Wir wissen zwar immer noch nicht genau, womit wir es hier zu tun haben, aber basierend auf den Daten eines Special Ops Teams gehen wir davon aus, dass die Lage mehr als ernst ist. Egal, was in den nächsten Minuten passiert, ich weiß, dass jeder von Ihnen seiner Pflicht ehrenhaft und professionell nachgehen wird. Gehen Sie jetzt auf Ihre Kampfstationen. Machen wir Ihnen die Hölle heiß, Jungs.
Na gut. Sir? Major Barnes, hier ist Morrison. Bringen Sie den Vogel sofort wieder runter. Major Barnes! Was hat er denn vor? Sir, wollen Sie, dass wir ihn abfangen? Lassen Sie ihn. Der Idiot hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Wurde auch Zeit, Lieutenant. Wir werden in Kürze startbereit sein. Ihr Major ist eben desertiert, hat die Waffenkammer geplündert und ist auf dem Rückweg zur Insel. Prophet will da wieder raus? Sie müssen den Start verschieben. Er wollte es so, Lieutenant. Admiral, ich flehe Sie an. Denken Sie nach. Das Risiko ist zu groß. Was ist, wenn Sie genau das wollen? Was ist, wenn wir Ihnen in die Hände spielen? Wenn. Dafür habe ich keine Zeit, Doktor. Das Pentagon hat einen Atomschlag autorisiert. Ich habe meine Befehle. Constitution Command, hier ist Marauder One. Haben das Ziel erfasst. Nähern uns kritischer Reichweite. Over. Verstanden, Marauder One. Moment. Wir sind soweit, Sir. Was, wenn Sie sich irren, Admiral? Können Sie mit den Konsequenzen leben? Setzen Sie den Angriff fort. Aye, aye, Sir. Marauder One, hier Constitution Command. Sie haben grünes Licht. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Over. Ich hoffe, Roger. Sie irren sich nicht. Sie, ich und der Rest des Planeten. Die Sphäre! Sie wird größer! Was in aller Welt? Ich fürchte, wir haben sie gestärkt. Sir, mehrere Kontakte nähern sich! 8, 10, 12! Schickt ein Feuerteam hier rein! Los! Tun Sie was, Nomad! Die nehmen das verdammte Schiff auseinander! Diese Dinger greifen uns von allen Seiten an! Sie müssen kämpfen, Soldat! Wir dürfen dieses Schiff nicht verlieren! Naja, hätte halt mal vielleicht auf die Vernunft gehört und... naja, auf die Wissenschaftler. Naja. Ich habe kein Laservisier gemein. Aber gut. Wissenschaftler hören würde sehr vielen Leuten, glaube ich, mal ganz gut tun. Naja. Oh, Minigun. Das ist ja nett. Oh Mann, man gibt mir kein Laservisier. Das ist doch ungerecht, oder nicht? Will da jemand rein? Könnt ihr gerne haben. Ah, da. Maximale Panzer. Uiuiuiui. No problem. Oh, Raketenwerfer habe ich doch gerade gesehen. Nice one. Den nehmen wir uns direkt mit. Ah, wir haben leider immer noch keine... Ah,
keine gescheiten Aufsätze für die Waffe, aber naja. Was nicht ist, kann ja noch werden. I hope so at least. Was, wer, wo, was, von wo? Bin ich blind? Ach, da. Der ist sicher down, nice. Okidoki. Ich würde sagen, wir Marines hier rocken das Ding, oder? Die können uns gar nichts. Haltet euch einfach an mich, dann werdet ihr überleben. Boah, ich weiß noch, wie ich früher einfach nur maximal beeindruckt von den Wassereffekten war. Und die sehen immer noch schick aus. Heutzutage jetzt natürlich nichts mehr zu krasses, aber damals war das einfach nur insane. Ich bin bei Helen im Labor. Wo bist du? Der Reaktorkern hat ein Leck. Ich bin unterwegs zum Reaktorraum. Wir schlagen uns irgendwie auf das Flugzeug durch. Diese Bastarde sind überall. Melde dich, wenn du oben bist. Roger, Psycho. Ja, jo, ich will nur kurz gucken, ob es hier... Ich glaube, wir können ihren Mechanismus über ihren Nanosuit aufladen. Wenn sie Probleme kriegen, melden sie sich. Ich habe ständig Probleme. Nach Munition gucken, aber ich habe oben keine gefunden. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Oh, eine zweite Pistole. Wir nehmen auf jeden Fall die Muni mit. Scar-Muni wird mitgenommen, auch wenn ich die Waffe noch nicht habe, weil ich die vielleicht später nutzen werde. Jetzt ist die Frage, Minigun oder Schrotflinte? Ich glaube, ich bleibe mal bei der Minigun. Ich habe irgendwie gerade Lust auf die Waffe. Die Schrotflinte noch einen Aufsatz? Na, Taschenlampe. Kann man mal drauf machen. Sieht vielleicht cool aus. Yeah. Bisschen für die Atmo. Ach du Scheiße. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen zu spät realisiert, dass das für mich auch gefährlich werden könnte. Ja, ich habe einen Nanosuit so schnell, macht mich nichts kaputt. Genau. Kannst ruhig ein bisschen explodieren, Schiff. Das ist schon in Ordnung. Lol. Den hat's erwischt. Ja, geht doch. Hallo. Das ist mein Name. Nope. Quicklebendig. So lebendig ihm nur sein kann. Hey Nomad, ich habe auf Sie gewartet. Wir haben einen Strahlungsfleck im Kern. Wir können diese Dinger nicht mehr lange aufhalten. Wenn wir den Reaktor nicht abschalten, schmilzt der Kern. Sie müssen auf die andere Seite. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Zuerst müssen Sie den Schutzschalter in der Austauschkammer deaktivieren. Danach können Sie den Reaktor gefahrlos neu starten. Das klingt doch. Das klingt doch machbar, oder nicht? Na dann. Ich begebe mich mal da rein. Wird schon schief gehen. Es ist ruhig. Zu ruhig. Sie müssen jetzt am Schutzschalter sein. Neben dem Schalter blinkt die rote Strahlungswarnung. Das ist dann wohl da oben. Maximale Stärke. Maximale. Ach verdammt. Ich komme leider nicht hoch. Maximales Tempo, maximale Panzerung. Perfekt. Okay, das war's. Sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gehen Sie jetzt zum Reaktorraum und aktivieren Sie die Scram-Sequenz. Au. Energie kritisch. Das so gesund ist. Durch elektrifiziertes Wasser maximale zu rennen. Maximale Panzerung. Ich meine, noch leben wir, also ist alles gut fürs Erste. Wie jetzt leider schon erwischt.
Na, nice. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Okay. Okay, ich bin im Reaktorraum. Was jetzt? Drücken Sie den roten Knopf. Scram-Sequenz aktiviert. Gute Arbeit, Nomad. Die Steuerstäbe müssen jetzt runterfahren. Verdammt, die Steuerstäbe sind verklemmt. Das. Wunderbar, wunderbar. Gute Arbeit mit den Steuerstäben. Aber ich brauche Sie hier an Deck. Eine neue Angriffswelle nähert sich. Kommen Sie rauf. Schon auf dem Weg. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Lieutenant Major irgendwas. Maximale Panzerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, au, au. Ich wollte nicht in das Wasser springen. Das war nicht meine Absicht, aber naja, es passiert hin und wieder. Maximale Panzerung. Nomad, ich glaube, die Jungs auf dem Flugdeck haben Probleme. Helfen Sie ihnen lieber. Na jo, und kommt lebend hier raus. Ach du Scheiße. Das. Oh. Lol. Nimm dies. Ich glaube, die werden da nichts mehr für mich haben da oben. So, fahr mich nach oben, bitte. Ach lol, ich hätte ihn auch packen können. Cool. Will ich doch dann gleich direkt mal probieren. So, die Schrotpatronen nehmen wir mit. Nimm das. Die Minigun haut schon rein gegen die Dinger. Mit einem Laservisier wird es mir trotzdem noch irgendwie besser gefallen. Das Gauss-Gewehr behalte ich mir noch. Der da noch? Ja, tatsächlich. Yeah. Maximale Stärke, maximale. Geht's euch Jungs hier oben gut? Die kommen zurecht, glaube ich. Was? Die Energie kritisch. Das ist nicht gut. Scheiße. Maximale. Gib mir die Schrotflinte bitte, danke. Ich habe nur ein Sturmvisier, naja, dann let's go. Nämlich kein Problem mit.
War es das? Wir schießen da hinten auch so komisch. Maximales Tempo. Tun wir einfach mal so, als würde das Spiel wollen, dass das gerade passiert. Tun wir doch einfach so. Peng. Maximale Panzerung. Oh yeah. Das war's mit dem Boot. Das war's mit dem Boot. Dieses Visier ist gar nicht so schlecht für die Schrotflinte. Ihr lebt noch. Wunderbar. Die nehme ich mir mal mit. Dankeschön. Norbert, das Flugdeck wird überrannt. Wir müssen das Schiff verlassen. Schnell. Maximale Stärke. Verschwinden, Norbert. Ich hole sie mit einem Senkrechtstarter raus. Wir warten auf dich. Okay, komme ich hier rüber? Ja, ja, natürlich. War hier gerade noch. Nehmen muss gar. Yeah. Gekonnt platziert, würde ich mal sagen. Lasst mich durch, bitte. Oje, oje. Das klingt nicht so gut. Nomad, Sie müssen diese Menschen retten. Gehen Sie raus an Deck. Los! Nomad, lebst du noch? Mehr oder weniger. Der Admiral hat es nicht geschafft. Wo seid ihr? Mit Helena im Senkrechtstarter. Der Träger wird überrannt. Die Besatzung ist tot oder im Wasser. Halt durch. Wir holen dich ab. Tja, hätte er mal auf die, naja, Wissenschaftlerin gehört, I guess. Dann wären diese Männer vielleicht gar nicht, oder diese Menschen gar nicht in Gefahr. Oh oh. Mann, ist das Ding aus. Yep. Relativ sicher, dass man noch auf was warten muss, bevor man wirklich draufballern sollte. Zack. Und hui. Schießen. Ich glaube, es macht. Na doch, ich glaube, ab jetzt macht es Sinn. Oh Gott. Oh Gott. Wie gemein.
No. Lass mich liegen, please. Ich meine, ich habe nicht vor, das gleiche mit dir zu machen, aber trotzdem. Nimm das, du blöder Bastard! Ach du Scheiße. Au! Fuck. One-Hitter. Oh, noch. Mist. Da muss ich, glaube ich, einfach mit dem Speed-Modus abhauen. Na. Ich bin mir bei dem Boss nie sicher. Ist der einfach draufschießen, bis er tot ist, oder halt einfach die Dinger abschießen, die Weak Spots da, oder was auch immer das ist. Und dann, und danach draufballern. Oh, fuck. Fuck. Gemeinheit. No. Mir das Stuff. Stirb endlich, du blödes Viech. Oh, das sieht doch gut aus. Zuerst die Dinger hier wegmachen. Eigentlich ganz straightforward. Ich hoffe mal, Sie wissen, was Sie da tun. Ha, ich auch. Problem. Dachte, du fragst, nee.
nimm das. Wie gemein. Oh oh. Will noch jemand? Okay, die Luke ist offen. Ha. Dann stirb mal bitte. Viel Spaß beim Platzen. Ach du Scheiße. Na los, schnell. Ich beeile mich ja. Aus Japan ist eine Flotte hierher unterwegs. Sie müsste in einer Stunde hier sein. Na, dann gehe ich mal auf Kurs. Nein, wir wissen, wie man sie knacken kann. Wir müssen weiterkämpfen. Von wem? Du wirst es nicht glauben, Kumpel. Von Prophet. Er lebt? Und er scheint putzmunter zu sein. Orte seine Position. Wir kehren um.
Oh yeah. Das war das Let's Play zu Crisis Remastered. Und was soll man sagen? Also, ich fand's Remaster insgesamt okay. To be honest, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass Crisis das Spiel oder eines der Spiele ist, welches es am nötigsten hätte, I guess, aber es Remaster sieht halt trotzdem echt wirklich super aus, also ist es auch, ne, ist trotzdem nice to have, auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass hier und da ein paar Bugs waren. Jetzt hat man es auch an der letzten Cutscene gemerkt und ich glaube auch an anderen Stellen im Spiel auch, wo gewisse Voice-Files ja, abgehakt waren, manchmal überhaupt nicht abgespielt waren. Die eine Mission mit dem Senkrechtstarter war ja komplett verbuggt, was das Audio anging. So, weiß nicht, ob das an mir liegt, aber das wäre ja komisch, I guess. Weil bei anderen Spielen ist ja auch nicht, also I don't know. Da finde ich, müsste man definitiv noch ein bisschen patchen, damit das optimal ist. Aber ja. Ich hoffe auf jeden Fall, man hatte Spaß mit dem Let's Play. Ich persönlich hatte wieder sehr viel Spaß mit Crisis, weil ganz ehrlich, es gibt auch einen Grund, warum ich das vor allem früher, als es noch aktuell war und alles, warum ich es quasi rauf und runter gespielt habe. Und auch heutzutage kann man zu 100% sagen, dass Crisis 1 in seiner Form einzigartig ist. Also, es kam nie wieder ein Spiel wie das erste Crisis raus. Und auch, keine Ahnung, auch Crisis 2 und 3 finde ich, sind halt anders. Sie sind auch coole Spiele so an sich, aber keine Ahnung, Crisis 1, diese Kombination aus dem offenen Level-Design, diese Aufgaben, wie sie gestrickt sind, so viel Offenheit, die Art und Weise, wie man dann mit dem Nanosuit einfach, weiß nicht, Crisis ist im Wesentlichen einfach, es hat zwar irgendwie eine lineare Levelstruktur sozusagen, ne, man hat eigentlich immer nur ein klares Objective, vielleicht mal ein sekundäres, aber ganz ehrlich, die macht eh jeder, weil, als ob nicht. Weil, wenn man die Sekundär-Objectives in diesem Spiel ignoriert, dann würde ich mich halt echt fragen, warum spielt man das Spiel überhaupt? Einfach nur, um möglichst schnell zu sagen, also für Speedrunner vielleicht, okay, aber ansonsten, man will das Spiel ja spielen, also es hat eine relativ lineare Levelstruktur, aber trotzdem fühlt sich das Spiel immer sehr sandboxig an, finde ich. So im Wesentlichen hier der Anzug, der diese coolen Features, du kannst schnell sein, du kannst hochspringen und du hast diese ganzen Fahrzeuge und wie du es machst, ist uns scheißegal, du musst einfach nur jetzt da hin und da von mir aus, keine Ahnung, hier den Panzer zerstören oder sowas und mach einfach. Wie du es machst, ist scheißegal, wir haben dir die Sachen im Level irgendwo versteckt oder hingelegt, wo es logisch Sinn macht. Man muss im Wesentlichen, ganz ehrlich, nie wird einem quasi explizit gesagt, wo Raketenwerfer liegen. Aber man findet sie halt. So. Und, weiß nicht. Diese Art von Spiel, so wie Crisis 1, ich kenne kein zweites. Und deswegen hat es auch wieder so viel Spaß gemacht, dass zu zocken. Ich kann nur wirklich, wirklich inständig hoffen, dass Crisis 4, was ja angekündigt wurde, sich stark an Crisis 1 orientiert, aber ich bezweifle, dass das so kommen wird, leider. Ja, ja, Crisis 1 ist so ein ganz, ganz besonderes Spiel aus einer ganz bestimmten Zeit, welches deswegen wahrscheinlich auch so nie wieder passieren kann. Naja. Naja, naja. Aber ich denke mal, da wäre an dieser Stelle insgesamt genug geredet. Ich hoffe auf jeden Fall nochmal, dass man Spaß damit hatte. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei dem nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.